Ich bin Vanessa Birnbaum. Ich bin die Juniorchefin von dem Unternehmen. Ich bin die zweite Generation. Ich mache das noch zusammen mit der Seniorchefin und genau, wir machen das zusammen. Wie ist es ohne Zebrastreifen? Natürlich immer ein bisschen heikel hier an der Straße. Wir haben das seit ganz langer Zeit immer gemacht, dass wir Schilder aufgestellt haben am Ortseingang und noch ein Stückchen weiter vorne, damit die Leute, die Autos von beiden Seiten gewarnt werden am Wochenende vor allem. Am Wochenende geht es, weil die Straße so zugeparkt ist, dass die Autos langsam fahren müssen. Aber so wie jetzt, wenn eben nicht so viele Leute sind, nicht so viele Autos stehen, dann rasen die hier durch. Und dann kommen die hier teilweise mit 80 Sachen durch. Und das ist dann natürlich für die Leute, die die Straße überqueren wollen, vielleicht noch einen Eisbecher in der Hand haben oder ein Kind an der Hand, immer eine sehr, sehr schwierige und teilweise natürlich auch manchmal gefährliche Sache. Kommen halt einfach reingebrettert, die bremsen kaum, ohne Rücksicht. Manchmal sind es natürlich auch Ortsfremde, die wissen nicht, dass hier irgendwas ist. Die denken, das ist wie in vielerorts ein toter Ort, wo kaum Menschen sind, wo es keine Gefahren gibt. Aber selbst die, die hier verwurzelt sind, die rasen hier teilweise einfach durch, dass die keine Rücksicht nehmen. Haben Sie etwas Angst, vielleicht über die Straße zu gehen? Na, ich persönlich jetzt nicht, aber ich denke mal, wegen die Kinder wird es immer ganz schön schlimm sein hier. Also. Da müsste mal irgendwann mal was gemacht werden. Weil ich glaube, ich gar nicht Stücke weiter, ich glaube an der Kreuzung, da ist glaube ich schon mal jemand angefahren worden oder so, so wie ich mal gehört hatte. Weil gerade auch vor ein paar Jahren hatten wir erst einen ganz schlimmen Unfall unten an der Bushaltestelle, also erst 100 Meter weiter. Man hört es, ist laut, es ist ständig Verkehr, die sind nicht langsam, auch die LKWs nicht. Und wir hatten das vor ein paar Jahren erst, da wurde eine Frau vom Bus erfasst und ist gestorben. Man kann hier zwar ganz gut einsehen von Weitem, aber es ist natürlich immer die Angst, dass das ja auch mal passiert. Ist Biele eine Besonderheit? Absolut, klar. Wir sind ja natürlich ein kleines Dorf. Wir haben, ich glaube, 550 Einwohner, was ja klar viel für ein Dorf ist, aber eben nicht, ja, keine Metropole. Und wir haben zwar für ein Dorf wirklich sehr viele Unternehmen hier, aber ja, ich meine, Eiskaffee ist immer toll, ne? Zumal für die Kinder und Jugendlichen, die hier wohnen, die können halt auch einfach zu Fuß kommen. Und für uns ist halt auch super praktisch und auch für die Eltern. Wir haben direkt um die Ecke eine Kita. Und das ist eigentlich immer der Gang um drei, wenn die Eltern ihre Kinder aus der Kita abholen, dass die herkommen und noch ein Eis essen und noch eine Runde auf den Spielplatz gehen. Was würde der Zebrastreifen für Sie bringen? Natürlich erstmal eine Beruhigung, vor allem für die Eltern, dass die entspannter mit ihren Kindern hier umgehen können, mit den Eisbechern in Ruhe über die Straße gehen können, ohne sich jetzt Gedanken machen zu müssen. Und man hätte eben nicht mehr diese Autos, die hier eben mit 80 oder mit 100 km/h reinballern, sondern das wäre halt alles, man würde von Weitem schon sehen, okay, hier ist Achtung geboten und hier müssen wir einfach mal gucken, ob da Menschen sind. Was würden Sie denn ändern, damit die Kinder sicher über die Straße kommen können? Na, man könnte zum Beispiel, würde ich sagen, vielleicht entweder ein Fußgängerüberweg oder ab Ortseingang bis zur nächsten Kreuzung eine 30er-Zone vielleicht. Das wäre machbar vielleicht, denke ich mal. Was wäre eine Alternative für einen Zebrastreifen? Also eine Alternative wäre zum Beispiel solche Brecher zu machen, ne? Dass die Leute hier langsam fahren müssen, also dass hier kleine Inseln gemacht werden. Weiß ich aber auch nicht, müsste man wahrscheinlich dann einfach eine gebilderte Variante machen. Wir haben ja einige Orte, wo das ganz schön stark ausgefallen ist mit diesen Inseln und die sind so rund, dass sich hier öfter Autos überschlagen. Und gerade weil es eine Bundesstraße ist und hier wirklich LKWs durchfahren, finde ich, sollte man das, wenn dann, wirklich eine zarte Variante machen. Aber was ich eigentlich für die bessere Variante halte, was auch weniger kostenintensiv ist, was man schneller umsetzen kann, wir hatten vor geraumer Zeit diese Geschwindigkeitsmesser hier, die einem direkt angezeigt haben mit einem Smiley, okay, du fährst 30, du fährst 50, was auch immer und dann gut oder schlecht, Smiley lächeln, Smiley böse. Und wenn man das einfach statt an die Bushaltestelle, sondern einfach mal vor das Eiskaffee hängen würde und das dauerhaft dort lassen würde, ich glaube, das wäre tatsächlich eine gute Alternative, weil wir, also jeder, der Auto fährt, der erwischt sich, glaube ich, selber mit dabei, wenn man dieses böse Smiley sieht, dann denkt man, oh, weil jetzt muss ich aber schnell bremsen, weil jetzt bin ich doch irgendwie schneller, als ich eigentlich sein sollte. Und das ist schon so ein, dieser leichte Klaps auf den Hinterkopf, der manchmal, glaube ich, ausreicht, um da schon ein bisschen Luft rauszunehmen. Das Eiskaffee vielleicht ein Familienunternehmen? Ja, genau. Wir sind ein Familienunternehmen. Das hat mein Papa gegründet, wie gesagt, vor
34 Jahren. Und dann sind wir Stück für Stück gewachsen, haben dann eben damals zuerst das Eiscafé da drüben gemacht, dann unsere Tiefkühlbecher, die mit dazu kamen, und einen Eiswagen. Früher hatten wir sogar 3 Eiswagen, mit denen wir rumgefahren sind. Viele Kunden, dadurch, dass wir direkt an der Skaterbahn liegen, nehmen sich viele das am Wochenende vor. Die kommen mit dem Fahrrad her, mit Skates. Wir haben auch so Familien, die sind durchaus eine Stunde hier entfernt. Die kommen sonntags hierher. Das ist einfach so der Standard-Sonntag-Ausflug, wo man einfach die Freizeit nutzt. Weil eben unsere Rezeptur so anspruchsvoll ist und die Nachfrage so groß ist, sind wir immer auf der Suche nach Leuten, die gerne bei uns arbeiten wollen, die Lust haben und die sich hier einfach auch gerne kreativ mit entfalten können. Und genauso haben wir auch immer ganz viele Schüler im Sommer, die uns unterstützen, weil wir eben den ganzen Andrang gar nicht alleine schaffen können. Wie ist es denn ohne Tierverschreibung hier? Das ist eine gute Frage. Also sehr gefährlich, denke ich mir mal. Ich muss dazu sagen, ich bin noch nicht sehr lange hier. Ist erst meine zweite Woche. Aber ein Zebrastreifen wäre vielleicht gar nicht so verkehrt.